Und diese Sendung bei Bild Live beginnt mit der wichtigsten Nachricht für Ihren Alltag. Und die steckt hier drin in diesem Papier. Ja, denn es ist Freedom Day. Man könnte sagen, endlich ist es soweit. 20. März, das ist das entscheidende Datum. Da sollen wesentliche Corona-Maßnahmen fallen. Ja, das, was Sie hier sehen, das ist die Vorlage für den neuen Corona-Gipfel am Mittwoch. Beschlussvorlage heißt das. Und das ist so wichtig, weil da ja immer drin steht, kommen neue Maßnahmen oder fallen die endlich? Das fordern wir bei Bild seit so langer Zeit und so massiv. Und jetzt kommt das Ding auf den Tisch, gestern Abend 23.30 Uhr fertig geworden. Und da steht jetzt endlich so ein Satz drin, auf den wir so lange warten. Der Expertenrat der Bundesregierung steht hier drin, geht in seiner aktuellen Stellungnahme davon aus, dass der Anstieg der Zahlen in den nächsten Wochen zu einem Ende kommen wird. Also ganz wichtige Feststellung endlich von Karl Lauterbach, von dem Ministerpräsidenten, von der ganzen Bundesregierung. Und das führt jetzt zur Ankündigung von Öffnungsschritten. Vorsichtig, vorsichtig, Schritt für Schritt, aber immerhin. Es ist von 3 Schritten die Rede und es beginnt erstmal mit dem Privaten. Na, das wird wirklich Zeit. Man darf sich dann im ersten Schritt ab sofort wieder mit mehr Menschen zu Hause treffen. Na, endlich. Und dann aber ganz wichtig für alle, es geht um den Besuch von Gastronomie zum Beispiel. In einem zweiten Schritt, nämlich wird ab dem 4. März, also das ist das Datum, das Sie sich schon mal merken sollten, ab dem 4. März der Zugang zur Gastronomie für Geimpfte, Genesene und alle anderen ermöglicht. Also das heißt, 2G ist dann Geschichte, soll Geschichte sein, wenn das tatsächlich beschlossen wird am Mittwoch, ab dem 4. März 2022. Und dann, ganz wichtig, der dritte Schritt, auf den wir so lange warten. Das ist nämlich die insgesamte Öffnung, sozusagen der Freedom Day, den wir so lange schon erlebt haben in anderen Ländern, in Schweden, in Holland, in Dänemark, auch auf Mallorca mittlerweile. Also ab dem 20. März dann, in gut einem Monat soll es soweit sein. Das ist das entscheidende Datum. Ab dem 20. März 2022 entfallen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen. Ganz wichtig, die Maskenpflicht, die soll noch weiter aktuell bleiben in Deutschland. Aber alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen, so ist es hier in diesem etwas komplizierten Papier verfasst, die sollen dann fallen am 20. März. Was sagen Sie dazu? Zu spät? Wir fragen nach mit Kira Ortmann, heute in der strahlenden Sonne von Berlin. Freedom Day erst am 20. März. Ja, bin ich eine totale Befürworterin dafür, weil ich denke, wir sollten jetzt mal an die Wirtschaft denken und an die Kinder in der Schule, dass sie eben regelmäßig zur Schule gehen können. Es wird Zeit, dass mal wieder so der Alltag kommt und man nicht immer im Hinterkopf haben muss, sich testen zu lassen und welche Ausweise, Apps parat zu haben. Also ich finde die Maßnahmen jetzt nicht so schlimm. Ich bin 3-mal geimpft, also mich stört es sowieso nicht. Und ich werde, glaube ich, trotzdem Masken tragen, einfach weil ich gemerkt habe, dass ich weniger krank werde. Na, ich finde das sehr schwierig, weil es wurde ja schon oft gedacht, dass es jetzt besser wird und vorbei ist. Und bisher hat sich es nicht bestätigt. Meinen Sie, das kommt jetzt auch richtig zum richtigen Zeitpunkt? Es hätte schon früher so sein sollen. Von Grunde her schon. Natürlich ist das gut, wenn das für uns alle wieder ein bisschen freier wird. Aber ich bin schon der Meinung, dass man nicht ganz auf die Masken verzichten sollte. Wenn alle geimpft wären, dann wäre es schon viel früher gekommen. Vorfreude natürlich. Wir freuen uns darauf und wir würden uns wünschen, dass es eigentlich mal funktioniert. Weil es wurde ja immer nach hinten verschoben und immer neue Maßnahmen und ja. Also wir können hören, viele trauen dem Braten noch nicht so ganz. Damit haben Sie natürlich auch völlig recht, weil es ist erst am Mittwoch MPK und erst da kann dann das, was hier drin steht, auch so beschlossen werden. Und wir sehen auch, einige hängen richtig an ihrer Maske. Und so könnte man fast den Eindruck haben, auch Klaus Strunz, unser Bild-Live-Chef, hier bei uns im Studio. Vorstellen. Und da muss ein Haken sein, Klaus. Also ja, ich freue mich wirklich über den Freedom Day und so weiter. Aber dass gleichzeitig schon wieder drin steht in dem Papier, das ihr vorgestellt habt. Und dass also sozusagen der Gedanke der Politik schon wieder ist, also wir schaffen jetzt zwar 2G ab, aber diese verfluchten Dinger sollen die Leute bitte weitertragen. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Aber einmal ganz kurz zurück. Es ist natürlich gut, dass sie es jetzt endlich verstanden haben in der Politik. Dass sie endlich verstanden haben, dass man nicht ein ganzes Land ewig gefangen halten kann. Und dass sie verstanden haben, dass man mit dauernder Angst und dauernden Apokalypse-Nachrichten nicht jahrelang reagieren kann. Also das ist das Gute in diesem Moment heute, dass der Freedom Day kommt. Das Schlechte ist, A, das bleibt noch eine Weile. Aber gut, ich bin vielleicht sogar so weit,
geschenkt, dann bleibt es halt. Was mich mehr bewegt ist, wenn jetzt doch feststeht, dass man die Maßnahmen als überwunden ansehen kann, dass man sie weglassen kann, dass man sozusagen den Menschen wieder ihre Freiheit geben kann, dass man die nicht mehr in die Freiheitsrechte massiv eingreifen muss. Warum dann nicht jetzt? Ich finde dafür wirklich gar keine wirklichen Worte. Wenn am Mittwoch jetzt die Ministerpräsidenten zusammenkommen, sitzen sie da, haben die bessere Erkenntnis gewonnen, dass man jetzt eigentlich die Freiheit feiern kann und sagen, naja, wir machen das mal am 20. März, also in 6 Wochen. Warum nicht gleich? Also bitte, 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 liebe Politiker, wenn ihr euch jetzt dann zusammenfindet und wenn ihr endlich dem Pfad der Vernunft folgt, dann doch bitte gleich auch den zweiten Schritt mitmachen und sagen, wir machen das so schnell wie möglich, wir zielen auf die nächste Woche und ja, der beste Vorschlag wäre eigentlich, es zum 22.02.22 zu machen. Dann bleibt uns nicht nur die verdammte Pandemie immer in Erinnerung, sondern auch der Freiheitstag wegen dieses wunderbaren Datums. Also klarer Appell von Bild-Live-Chef Klaus Strunz hier im Studio, nachdem wir uns zunächst ein bisschen gefreut haben natürlich über dieses Papier. Aber es hat seine Ecken und Kanten nach wie vor. Vor allen Dingen die Maskenpflicht. Da ist interessant, was Alexander Graf Lambsdorff gestern aus der Bundesversammlung raus getwittert hat. Der hat ein Foto geschickt, nämlich dieses von der FDP-Fraktion, die da schön zusammensitzt und wir alle sehen sofort, ohne Maske. Wunderbar, so stellen wir uns das alle vor. Aber wir wissen, es gibt eben ganz viele Orte, in denen genau das nicht erlaubt ist. Nämlich in den Schulen, in vielen Schulen zumindest in Deutschland. Und der Fußballer, der Nationalspieler, Ex-Nationalspieler Robert Huth, der hat genau das kritisiert. Der sagt, Mann, Kinder mit Masken in die Schule schicken und dann das. What a shit show, Klaus. Also ja, klar, und da sieht man, wie viel Druck unterm Kessel ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Politik jetzt wirklich diesen Druck unterm Kessel noch 6 Wochen halten will. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass sich jetzt dann noch jemand an die Regeln hält. Also es ist ja quasi der Sinn entzogen. Es ist die Grundlage weg. Und dann muss man ja gleich sagen, und daraus folgt deshalb Freiheit für alle wieder. Aber nein, wir sagen, die Grundlage ist weg. Die Überzeugung ist da, dass es fallen muss. Aber wir brauchen noch die Zeit, damit unser Bürokratieapparat es bewältigen kann. Weil, und jetzt kommt's, haltet euch fest, also die nächste Bundestagsversammlung, Sitzungswoche, wie das heißt hier in der Hauptstadt, ist nach in dieser Woche am 14. März. Und ich ahne doch, dass der 20. März von dem 14. März abhängt. Das bedeutet, weil die Damen und Herren Bundestagsabgeordneten erst in 4 Wochen wieder Zeit haben, nach Berlin zu kommen. Vorher ist ja noch Fasching und da müssen sie noch dieses und jenes machen. Erst weil sie dann wieder Zeit finden, sich mit dieser Frage, die so ins Geschäfts- und ins Privatleben fast aller Menschen in Deutschland eingreift, zu befassen. Deshalb müssen wir den 20. März abwarten. Und meine Erwartungshaltung wäre eigentlich, dass Sie am Mittwoch in der MPK sagen, das ist jetzt unser Plan für die Freiheit und dass noch in dieser Woche, der Sitzungswoche des Bundestages, die Grundlagen dafür geschaffen werden. Und dann, glaube ich, kann es sogar zu einer neuen Gemeinsamkeit zwischen Regierenden und Regierten kommen, in der Frühlingssonne gemeinsam frei. Und auch wieder mehr zu Gemeinsinn in ganz Deutschland, zur Überwindung der und so heftigen Konflikte. Und eine Skepsis, die da gerade anklang bei den Bürgerinnen und Bürgern, mit denen wir geredet haben. Ja. Ich habe auch noch so eine andere Skepsis. Was ist eigentlich, wenn am 17. März Karl Lauterbach eine Studie aus England hervorzieht, die sagt, alles wird noch schlimmer? Wackelt dann der 20. wieder? Gehen wir dann wieder in diese Spirale rein? Also wenn doch jetzt klar ist, wie es sein soll, dann jetzt machen. Also, dass hier keine Studien mehr gelesen werden durch Karl Lauterbach, steht noch nicht drin in dieser Beschlussvorlage. Das wäre hiermit beschließen wir, es ist verboten. Danke, Klaus, für deinen Besuch und deine Meinung hier bei Bild Live. Also, das ist das Papier, das Sie heute kennen müssen. Sie erfahren alles bei Bild Live über dieses wichtige Papier zum Corona-Gipfel am Mittwoch. Alle Maßnahmen sollen fallen, alle tiefgreifenden Maßnahmen, und zwar erst am 20. März.